Ich habe es einfach nicht. Dieses Feuer, das Leute dazu bringt, ihnen bis in die Hölle zu folgen. Mein Vater hat mir die besten Gene besorgt, die man für Geld kaufen kann. Aber das war wohl nicht genug. Sie erwähnen immer wieder Ihre genetische Ausgestaltung. Es stört Sie sehr, nicht wahr? So bin ich nun mal, Shepard. Ich kann es nicht verstecken. Intelligenz, Aussehen, sogar die Biotik. Er hat das alles gekauft. Ihre Verdienste basieren alle auf Ihren Fähigkeiten. Ich hingegen kann nur für meine Fehler die Verantwortung übernehmen. Darf ich Ihren Körper oder Ihren Verstand nicht bewundern? Ihr Vater mag Ihnen das ja alles geschenkt haben, aber Sie können stolz darauf sein, was Sie daraus gemacht haben. Oh, vielen Dank. Und vielleicht bin ich der Bewunderung meines Körpers gar nicht abgeneigt. Ach was, wären Sie nicht? Ich denke, ich könnte damit leben. Es ist nur fair. Immerhin konnten Sie mich 2 Jahre lang ansehen. Und ich hatte weniger an als Sie. Shepard, warten Sie. Ich muss darüber nachdenken. Angst, Miss Lawson? Vorsichtig, Commander Shepard. Aber interessiert. Sehr interessiert. Jetzt muss ich wieder arbeiten und nachdenken. Wir reden später. Dass die Kollektoren früher Proteaner waren. Ich habe mir die Proteaner immer ziemlich majestätisch vorgestellt. Shepard, brauchen Sie was? Was können Sie mir über die Bewaffnung der Normandy sagen? Die Waffen-Upgrades sind vom Feinsten. Das Ding hat eine enorme Feuerkraft. Vielleicht hätten wir damit sogar eine Chance gegen die Kollektoren. Haben die Leute von Cerberus Ihnen irgendwelchen Ärger gemacht? Es hat mir ein paar Pluspunkte eingebracht, dass ich Teil des Teams war, das Saren zur Strecke gebracht. Keine Sorge, Commander. Wir arbeiten alle zusammen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wie kann ich Ihnen helfen, Wir Commander? Sehen uns später, Frau Doktor. Commander? Es freut mich, dass Talia an Bord ist, Commander. Genau wie früher. Sie ist das doch, oder? Ich meine, mit der Maske weiß man nie. Ach, vergessen Sie's. Was halten Sie von den Leuten, die wir rekrutieren? Naja, also die, mit denen Sie zuletzt weg waren. Grunt trägt nicht gerade zu mehr Stabilität bei, Commander. Garrus hat sich anscheinend den Stock aus dem Arsch gezogen und er schlägt jetzt andere damit. Es klingt komisch, aber der alte Garrus hat mir besser gefallen. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Also, wie stehen wir Ihrer Meinung nach da? Also, die Normandy ist bereit. Sämtliche Upgrades vorhanden, alles besser denn je. Aber was die Crew angeht, da müssen Sie jemanden fragen, der besser mit Leuten kann als ich. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ich hatte ein ganz wunderbares Gespräch mit Ihrer Freundin Tali. Sie ist ganz anders, als ich es nach dem Psychoreport erwartet hatte. Ich mag sie. Tali ist eine gute Freundin. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht.
Meine weibliche Intuition sagt mir, dass sie gerne mehr wäre als nur eine gute Freundin. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass es da vielleicht irgendwie knistert. Tut es. Man sieht es an ihrer Körpersprache. Wie sie sich umdreht, wenn sie den Raum betreten. Wie sie jede ihrer Bewegungen beobachtet. Sie ist so elegant und wunderbar. Schade bloß, dass ihr ganzes Verhalten so kalt ist. Warum machen Sie sie traurig? Ihre Umweltanzüge sind wunderschön, aber wegen ihres Immunsystems sind sie darin gefangen. Ich frage mich, wie sie wohl unter ihren Helmen aussehen oder wie sich ihre Haut anfühlt. Fühlen Sie sich zu anderen Spezies hingezogen? Nun, es gehört zu meiner Arbeit, die Motive und Gefühle von Menschen und Aliens vorherzusagen. Intime Kenntnis führt zu Verständnis. Und Leidenschaft ist schön, egal bei wem man sie findet. Nur der Charakter zählt, nicht Spezies oder Geschlecht. Noch etwas, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Frat Mazai, Citadel. Donnell Odina, Omega. Armando Bailey, Citadel. David Anderson, Citadel. Rachel Gavon, Omega. Kalisa Bensinan Al-Jilani, Citadel. Keeper 20, Citadel. Matriarchin Athita, Ilium. Erdnot Torsk, Tachanka. Elias Callum, Citadel. Okia Test Subject Nummer 317, alias Grunt. Ilium.
Payne Creer, KJ. Justikarin Samara, Ilium. Omega. Emily Wong, Citadel. Eine Bestechung durch Senator James Kane hat die Olympischen Sommerspiele 2192 auf Luna gesichert. Die Elko-Athleten protestieren bereits, wie erwartet. Thank you.
Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet kein FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Im Auge des Hurrikans, was? Verstanden. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Ich bin zwar neugierig, was Reaper angeht, aber ich möchte lieber nicht in einem gefangen sein. Die Normandy hat Geschütze. Benutzen Sie sie. Die Normandy verfügt nicht über die notwendige Feuerkraft. Die Schilde der Reaper stecken den Beschuss durch Schlachtschiffe problemlos weg. Shepard, eine kinetische Barriere kann nur durch einen Masseneffektgenerator erzeugt werden. Das gilt für jedes Schiff, sogar für einen Reaper. Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung! Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon.
Wir suchen nach Überlebenden und Daten, dann holen wir diesen hässlichen Schrotthaufen vom Himmel. Halten Sie sich bereit, uns aufzunehmen. Im Herzen eines braunen Zwergs zermalmt zu werden, steht heute nicht auf meiner Tagesordnung. Ei, ei, Weidmanns Hai. Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Kampfbereit machen! Neben den Husks stehen Mund und Tanz. Die Geth hätten diese Husks gemacht. Dass sie von den Geth kommen sollen, hat mir nie eingeleuchtet. Jetzt ist klar, dass die Reaper dahinter stecken. Scharfschütze! Ein guter Schütze. So gut, dass er sich mal zu erkennen geben könnte.
Das könnte nützlich sein. Feinde gesichtet. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Die haben wir doch schon mal gesehen, Shepard. Ihre Leute nennen sie Drachenzähne. Die Geth haben sie auf Eden Prime eingesetzt. Sehen Sie, wie der Raum strukturiert ist? Für Sie war das Ding wohl so eine Art Altar. Das ist doch nicht normal. Niemand bei klarem Verstand würde so etwas wollen. Sie haben die Loks gehört. Sie haben alles Mögliche gesehen und gehört. Sie wurden indoktriniert. Wie wär's, wenn wir alle von diesen seltsamen Pfählungsgeräten der Aliens einen Schritt zurücktreten würden? Ich habe sie nur angesehen. Ich wollte sie gar nicht berühren.